Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der Part schon wieder vorbei war. Schade. Aber jedenfalls habe ich nichts ge... keine Wahl. Stoppuhr. Was schmeißen wir mal davon? Ja, ich hätte eigentlich gerne lieber selber auf Stopp gedrückt, weil jetzt muss ich bestimmt wieder eine 0,6 Sekunden ist es jetzt bestimmt das Video zu lang, dann muss ich dann wegschneiden. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber naja, ich habe zum Glück noch genau im richtigen Moment bemerkt. Saures Tonik. Ich mach mal die Feuerblume dafür weg. Obwohl. Moment. Saures Tonik. Jetzt machen wir Pokékampf und benutzen mal so eine Feuerblume. Wird auch mal Zeit. Und los. Ich hoffe, ihr nehmt mir jetzt nicht übel, dass der letzte Part keine Verabschiedung hat. Tut mir leid. Bulli, dann paralysiere alle Gegner am Boden. So, das müsste reichen, um die alle fertig zu machen. Dreie. Gleich noch ein Kampf. Können wir noch die andere Feuerblume wegmachen? Oh, gleich vier. Das lohnt sich ja mal. Können wir mal zuerst Cooper? Oh, nö. Passt schon. Jedenfalls schaffen wir es auf jeden Fall in diesem Part, die Wüste fertig zu durchkämmen. Sich das schon an mit durchkämmen. Ich weiß, was man Haare durchkämmen kann, aber Sand. Wir durchkämmen jetzt den Sand. Genauso wie ich mit meiner Nagelschere den Rasen meines Vorgartens. Perfekt, schneide. Ach, noch 9 Sternpunkte, dann kommen wir wieder Level ab. Das tut nicht. Oh, jetzt ist das Tonic-Wasser weg. Schade. Saures Tonic, Entschuldigung. Ach, den Block machen wir jetzt auch noch. Der ist bei einer Palme, der ist awesome. Awesome Block ist awesome. Ich wusste es. Okay. Oh, Cooper. So, was ist jetzt hier noch ganz unten? Wir müssen doch eigentlich mal irgendwas richtig Geiles, super, mega, cooles irgendwo in der Wüste finden. Aber wir sind doch jetzt fast durch. Was soll denn da noch kommen? Wir werden gleich übrigens wieder auf die Oase treffen. Ja, da oben. Da sieht man es ja schon, weil es da schon grün. Oh, hier die Falle wieder. Ah ja. Ach, das sind alles so eine Blöcke. Ich wünschte, ich hätte noch so ein schönes Item. 15 KP wieder her. Stoppuhr paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Das finde ich witzig. Schrecklichen Geister. Das machen wir mal. Ich verjage euch mit Bowser. Gut. Ja, Cooper freut sich auch. Solange man mich hier nicht sieht. Wo sind die eigentlich alle, dass die hier nicht ankommen? Zu viel Münzen. Das ist eigentlich auch was Gutes. Das ist relativ awesome. Erster Angriff erfolgreich. Gut, den machen wir jetzt noch mal fertig. Es sind 4. Ach, stell ich mal nicht so an hier. Paralysiere alle Gegner am Boden. Ah, A drücken, hätte mir auch mal einer sagen können. Alle Gegner, für 3 Runden. Und dann machen wir die ja richtig fertig.
Ach so, Mario muss rein. Mitglied wechseln, oh. Hier, Gumbario bitte. Damit Gumbario mal schnell scannen kann. Jetzt scannt er. Das ist ein Bandit. Banditen rappeln dich an, durchwühlen deine Taschen und stehlen dir bis zu 10 Münzen. Max KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie schleichen sich an dich heran und rempeln dich plötzlich und ohne Vorwarnung an. Wenn du ihnen Schaden zufügst, bekommst du deine Münzen wieder zurück. Lass sie uns platt machen, bevor sie mit unseren Münzen über alle Berge sind. Ich habe ihnen etwas falsch gesprochen, aber naja. Wow, das war so awesome. So, jetzt Cooper. Ja, Mann. Jedem 3 Schaden. Mist, die hinteren 3 leben immer noch. Aber ich bin dran. Zwei. Ach Mist. Einer wird uns angreifen. Oh, 3 Schaden. Nein, er hat uns eine Münze geklaut. Das zahlen sie dir heim. Und da kommt die Münze wieder zurück. Ja. Wir wollten ja hier die Ohrenpunkte erhöhen. Gleich noch ein Kampf. Da wechseln sie jetzt die Blutpunkte wieder voll. Das lohnt sich ja. Multirempler? Nee, machen wir doch gleich hier. Nicht verzagen, Coupé fragen. Diese Geräusche. Das ist eigentlich ein witziges Gimmick. Nein, wie kannst du es nur wagen? Habe ich jetzt alle Banditen hier platt gemacht? Nein. Ich musste ja fragen. Moment mal. Da machen wir Powerpanzer. Gut, ist wieder noch einer da. Ich wollte doch noch die Wüste in diesem Part fertig machen. Okay. Schon wieder einer. Wir machen echt noch alle fertig. Na komm, wir haben so viele Münzen, da fliehen wir einfach mal. Komisch, dass sie nur so diagonal laufen. So, jetzt sind wir wieder in Oase. Oh, das ist ja gut. Ach, wir hatten gar nicht so viel weggegeben. Egal. Was ist das denn? Limette? Limette ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Noch ein höher und wir müssten wieder auf dem, hier mit dem Weg. Ja, hier der Weg und dann ist da Schild, Hilfried. Yep. So, noch 2 Screens und wir haben die ganze Wüste durchkämmt. Nein, schade. Ich denke mal, der letzte und dieser Part sind etwas langweilig für euch, aber
Was soll man machen? Man kann halt nicht jeden Tag, jeden Part spannend machen. Und hier ist mal wieder nichts los. Ich frag mich, was die Wüste für einen Nutzen hat. Wenn hier eigentlich nichts ist. Aber ich wette, man muss die ganze Wüste durchkämmen, damit dann im letzten Screen, das müsste eigentlich der hier sein, schon wieder so war. Ja. Alter Penner. Jupp, ich wusste es. Hier haben wir Multirempler. Und 100%. Drei Runden, alle Mann. Jetzt müsste ich eigentlich noch ein schönes zerstörendes Item haben. Habe ich aber nicht. Ich habe nur noch Heilungs-Items. Stabilität haben wir wirklich nach einem Gegner. Okay, das machen wir mal. Ein Schaden, ich fasse es nicht. Cooper, du musst mal ran. Oh. Ja, in der nächsten Runde sollten sie alle weg sein. Und sie konnte nicht einmal angreifen. Hör, Mario ist schon wieder dran. Ich will, dass Cooper dran ist. Ach so. Ich hatte ihn letztes Mal aber auch vorgezogen. Ist egal. So. Waren das hier alle Gegner? Das glaube ich eigentlich nicht. Doch. Gut, dann beweisen wir auch mal schön die ganzen Blöcke hier und dann sind wir mit der Wüste fertig. Ja, also hier ist nirgendwo was drin oder was. Alles finden. Wunderbar. Nicht wirklich. Oh. Das war ich auch wieder unnötig. Wunderbar gesagt habe. Okay, aus dem Palm kommt auch noch was raus. So, ich würde sagen, wir sind mit der Wüste fertig. Applaus! Ja, das war ich, wie ich mir selber auf die Schulter geklopft habe. Beim Laufen. Mach das mal nach. Ja, oder besser nicht. Don't try this at home, kids. Fällt vielleicht irgendwie aus einer Palme hier irgendwie ein Schalter raus. Man kennt es ja beim Koopa-König, war es ja auch so. Koopa. Goomba. So, ist hier schon der Weg? Nee, oder? Nee, noch nicht. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Vorposten. Geschafft. Wie ist es eigentlich um unsere Heilung gestellt? Blütenpunkte sind ein bisschen weg. Safen. Alles klar. Gut, hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Bestimmt sollen wir wieder dem Typ hier was geben, damit er uns was Neues sagt. Ich würde sagen, wir gehen in den Laden, lagern erstmal ein paar wichtige Items und kaufen uns, was weiß ich, 3, 4, 5 mal das billigste und geben ihm das dann. Der wird sich darüber auch freuen, ganz bestimmt. So, ja, Pilz nehmen wir dann. So, ich würde gern lagern. Die Mette brauche ich nicht. Und das brauche ich nicht. Das auch nicht. Wackers Kick auch noch nicht. So. Okay. Machen wir jetzt mal so lange, bis unser Inventar voll ist. Wir haben ja das Geld. Daran soll es ja nicht scheitern. Und. Ach, jetzt ist voll. Okay. Würde ich noch sagen, um wieder den Part schön zu beenden, schicken wir Mario nochmal schlafen. Das ist doch eigentlich ganz... Ach, das war gar nicht...
Oh, oh. Nee, bei dem will ich nicht schlafen. Ja, hier auch nicht. Das war ja gerade ein bisschen blöd. Gut, mir läuft die Zeit davon. Wir können ihn jetzt nicht nochmal schlafen schicken. Also, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Vielleicht hört man sich dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.